Ja, ein herzliches Hallöchen und willkommen zur nächsten Folge von Force of Nature 2 Ghost Keeper. Ja, in der letzten Folge haben wir haben wir sortiert und so. Steine. Haben wir da irgendwo eine Steinkiste? Nö. Da würde ich einmal sagen, wir stellen hier Steinkisten hin. Aber da brauche ich Bretter, Leute. Ich brauche Bretter. So, ein schönes Lied, finde ich. Wir brauchen wieder Bretter, Leute. Und somit brauchen wir auch Holz. Schätze ich mal. Dass wir Bretter herstellen können überhaupt. Nicht den Deckertisch. Da, Werkbank. Bretter. 23 Stück Bretter. Komm, Geist. Übernimm ein bisschen die Arbeit. Danke. So, Bretter stellen wir mal her. Und ich brauche nämlich weitere Kisten. Leute, es wird weiter ein bisschen sortiert. Es muss leider sein. Auch das ist in dem Spiel wichtig. Ja, mal meinen Kaffee trinken hier. Ja, in der nächsten Aufnahmesession. Ich weiß nicht, wann die dann sein wird. Gibt es dann wieder eine Facecam. Momentan ist meine Facecam ja kaputt, aber meine neue, die ich mir bestellt habe, wird erst geliefert. Bretter werden hergestellt, somit schauen wir, was wir weiterhin auf der Kante haben. Steine, weil ich möchte nämlich so da oben bei den Steinen auf jeden Fall wieder so eine Steinkiste haben. Holz kann ich da in die Kiste geben, ja. Eier, da werde ich auch extra Kiste machen. Kohle gebe ich in diese Kiste rein. Da haben wir die ganzen Samen und Kohle drin. Da brauche ich keine eigene Kiste jetzt dafür. Weil die bleiben ja nämlich auch. So, wie schaut's aus? Damit es ein bisschen schneller geht, werde ich ein bisschen mithelfen. Achso. So, wie schaut's aus? Ah, ist gleich fertig. Ist nachher dann schon fertig. Passt. Dann habe ich Bretter wieder und kann mir wieder ein paar Kisten machen. Nägel habe ich, ja. Jo, ihr Lieben, dann geht's weiter hier. Ich müsste die 41. Folge... Wow, wir hatten ja letztens Jubiläum. Habe ich gar nicht mitbekommen, Leute. Da spiele ich einfach so für mich hin und bekomme das nicht mit. Dass eigentlich Jubiläum war, Leute. Na, ist ja wurscht. Wurstigkeit, Egaligkeit. Jo, Äpfel, wartet mal ganz kurz. Äpfel könnte ich eigentlich auch da hinlegen. Auf der 3. So, Bretter sind fertig. Na bitte. Jo, Bretter habe ich gemacht. Bretter sind fertig. Und ich mache jetzt da bei den Steinen Steinkisten hin. Und ich weiß schon, wie ich die anordnen werde. Truhe zum Beispiel bauen wir eine mal hier hin. Na, da. Und da. So, Geist, mach die Truhen. Da kommen die ganzen Steine hin. Steinsplitter und Steine. Alles, was mit Stein zu tun hat, kommt hier rein. Oh, außer Kupfer und so. Das ist zwar auch ein Gestein, so Kupfer und so. Aber trotzdem, das kommt da nicht rein. So, dann haben wir da mal die Kiste. Die Kiste. Ja, ich muss ein bisschen einmal auch... was machen. So, und zwar Splitter kommen da rein. Ja, fertig. Erwartet mal ganz kurz, was habe ich denn da eigentlich im Inventar drin? Sackleinen. Ja, bei den Steinen. Weil die Steine kenne ich eh daher. Alles, was mit Steinen zu tun hat, außer Splitter, weil die passen da nicht rein. Genau so will ich es haben. Weil da haben wir eh Steine drin. Aber nicht viele, Leute. Dann mache ich weitere Kisten hier drüben beim Hühnerstall. Beim Hühnerstall. Was ist das eigentlich? Scheune. Und da ist der Hühnerstall, ne? Hühnerstall, genau. Somit mache ich da auch eine... Ich habe keine Bretter mehr schon wieder. Gibt's ja nicht! Schon wieder muss ich Bretter machen? Da gibt es Holz her. Da muss ich wieder bei der Werkbank Bretter machen lassen.
30 Stück Bretter. So, komm her, Geist, mach Bretter, danke. Weil dann mache ich nämlich auch hier... ich brauche Weizen, um Eier zu bekommen, Leute. Wo haben wir den Weizen? Ah, Stroh meine ich. Hier. Mal ein bisschen füttern, mein Pipi-Händel. Mein Pipi-Händel, servus. Hä? Ah, gereinigtes Wasser brauche ich auch, Leute. Ich glaube, das ist irgendwo da drin. Ungereinigtes Wasser. Dann muss ich was... Da muss ich... Ich habe eh gereinigtes Wasser. Hä? Ach so. Leinensamen, Weizensamen, Baulwurmsamen. Ah, die ganzen Samen will er haben. Vogel! Leinensamen. Ja, dann füttere ich den mit Leinensamen, Leute. Das Händel da. So, komm, mach mal Eier. So, dann hoffentlich... Alter, muss ich jetzt bei ihm bleiben, oder was? Ich werde mal so ein paar Eier nehmen. Da werde ich eine Kiste machen, weil bis dahin, bis die Eier fertig sind, sind die Bretter auch schon fertig. Und dann, ja, da sammle ich diesen Code mal ein hier. Werde ich auf jeden Fall mal die Eier einsammeln, weil mit den Eiern kann ich auch so Eierspeis und so weiter machen. Das ist eine richtig gute Idee. Da brauche ich nicht unbedingt Fleisch. Ja, so mache ich es, Leute. Mal schauen, was ich mal zum Essen machen kann. Warte, muss ich kurz auf mein Handy schauen. So. Kaffee. Ich lecke Kaffee. Ich liebe Kaffee. Lecker Kaffee, wollte ich eigentlich sagen. So, fütter ich noch einmal, dass ich wieder noch weitere Eier bekomme. Und die Eier gebe ich dann in die Kiste darüber, die ich mir nachher dann beim Hühnerstall hinmache. Ja, wirklich, ich mache mir da wirklich pro Ortschaft eine eigene Kiste hin. Zum Beispiel bei den Hühnerstall eine Hühnerkiste. Und für die Milch so Kuhkiste, die mache ich dann da drüben hin. Ja, finde ich so cool. Es muss auch ein bisschen was weitergehen. Und das werde ich jetzt machen, indem ich eben die Dinge... indem ich eben Essen versuche zu machen mit Eiern und keine Ahnung was. Eierspeise. Ich glaube, man kann eine Eierspeise machen oder so. Ah, du bist doch eine Sau jetzt. Die kackt mir daher, hey. Ich habe eh gereinigtes Wasser, genau. Ungereinigtes Wasser, das kann ich auch reinigen lassen. Muss ich zum Wasserfilter gehen. Sehr gut. Und einmal füttere ich dich noch. Dann haben wir wieder 3 Eier dazu bekommen. Ja, es kann ja nicht die ganze Zeit hier nur warten im Let's Play, die ganze Zeit hier nur Eier, 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 Eier. Warte mal, wie viel habe ich? Ich habe eh nur noch... Nö. Wie viel Leinensamen? Ich habe keine Leinensamen mehr. Somit ist es eh wurscht, ich kann den dann eh nicht mehr füttern nachdem. Leinensamen, genau. Was haben wir da? Trauben. Hey, Trauben kann ich ja auch auf die 4 geben. Das gibt ja Ausdauer her. Ah komm, du Händel, du. Bei uns in Österreich sagt man zu Hühnchen Händel. Ja? Jetzt weißt du auch mehr. Leute. So. Na komm, gib mir das eine Ei noch her. Nachher kann ich dich eh nicht mehr füttern. Oder wird es noch einmal gehen? Ich habe aber keine Samen mehr. Nö. So, dann sind die Bretter normalerweise noch immer nicht fertig. Achso, es braucht noch ein bisschen. Jetzt habe ich wieder ein paar Eier. Genau, dann schaue ich mal, was ich zum Essen machen kann, Leute. Ja, du machst eh die Bretter weiter. Gehen wir mal da zum Lagerfeuer. Was könnte ich machen? Spiegeleier. Könnte ich mal 4 machen, aber ich sammle mal die noch. Spiegelei. Verzehrdauer 9 Sekunden, plus 20 in 15 Sekunden. Plus 20 in 15 Sekunden. Ist das jetzt viel? Was nimmt das Fleisch? Plus 15 in 20 Sekunden. Also eigentlich genauso wie das Fleisch jetzt, okay. Ja, gib Bretter her. Ich brauche noch Kisten. Wie spät ist es jetzt? 23 Uhr noch was haben wir in dem Spiel. Ist schon wieder Nacht. Leute! So, dann machen wir Truhen hin.
Zack. So, da, dann bauen wir die Truhe hin und da gibt's die ganzen, gebe ich die ganzen Eier rein. Die Eier rein. Ja. Also es werden ein paar Folgen in der Session werden, jetzt nicht unbedingt extrem viel. So, bin wieder da. Ich wurde gerade angerufen, aber ich bin nicht der Herr Wiesinger. Das ist immer wieder der Fall. Da rufen mich Leute an, die glauben, ich bin der Wiesinger. Lager umbenennen. Eier. Das ist das Eierlager. Das ist das Eierlager, Leute. Das Eiergemeinderat. Es hat mich ein Gemeinderat angerufen. Der will zum Herrn Wiesinger. Ich bin ja nicht der Herr Wiesinger, Leute. Ach Gott. So, was kann man noch machen? Wir müssen weiter sortieren, Leute. Was habe ich noch in meinem Inventory? Genau, das Wasser werde ich reinigen lassen. Das Wasser, da habe ich ja... Wozu habe ich diesen Wasserfilter? Macht das eigentlich automatisch, oder? Ja, das geht automatisch, passt. So, aber Wasser reinigen lassen, Leute. Ich bin nicht der Herr Wiesinger, nö! Was haben wir da eigentlich? Sackleinen. Truhe kann ich herstellen, und zwar werde ich die da herstellen. Und da kommen die ganzen Sackleinen rein, weil genau hier produziere ich sie nämlich auch. Ja, es ist nämlich schon besser, wenn ich das Ganze sortiere und ordne ein bisschen. Das heißt, dass ich 200 Kisten da auf einer Reihe stehen. Und ich weiß nicht, wo war. Ich meine, obwohl es draufsteht, muss ich immer wieder schauen und herum. Und nö. Die Sackleinen gebe ich einmal da rein. Lager umbenennen. Leinen und Sackleinen. Sackleinen und Co. So, so heißt das Lager, Leute. Ja. So, was habe ich noch im Inventar? Genau, Code. Da gebe ich Code. Das gebe ich alles, was Tiere betrifft. Das ist normalerweise, glaube ich, hier alles von Tieren. Asche. Wo gebe ich die Asche eigentlich hin? Da ist eine Truhe. Allerlei. Ja, da kann ich das bei allerlei reingeben. Asche und so. Das gibt, da muss auch eine Kiste geben, wo allerlei drin ist. Kaputtes, genau, das habe ich da drin. So, Leute. Nägel habe ich keine mehr. Somit brauche ich wieder Kupferbarren, damit ich wieder Nägel machen kann. So, was brauche ich schnell für Kupferbarren? Reines Kupfererz, Kohle und Glut. Kohle, reines Kupfererz haben wir da mal. Kohle und Glut. Sonst haben wir da eh nichts mehr, oder? Hier haben wir nochmal Kohle. Genau, dann schaue ich einmal, ob irgendwo sonst noch Kohle drin ist. Nö. Glut, Kohle, reines Kupfererz. Erwartet mal kurz. Ich habe noch reines Kupfererz da drüben. Ja, tut mir leid, dieses Hin und Her, aber es muss sein, Leute. Das ist Force of Nature. Schwefel. Achso, da ist die andere. So. Reines Kupfererz brauche ich. Hole ich mir mal da raus. Leute, weil ich mache nämlich jetzt wieder. Kupferbarren, um Nägel herzustellen. 5. Somit fehlt mir dann Kohle. So, wird hergestellt. Kohle, da brauche ich Holz. Stämme. Na sehr, was man... Na, das ist aber immer schon so gewesen bei dem Spiel. Holzstämme. Man braucht das für das und das braucht man dann für das, was man für das braucht. Und da zur Kohle herstellen. Ich werde aber 36 Stück Kohle herstellen, damit sie so extrem überfüllt ist. So, es arbeitet fleißig. Und das Wetter ist schon wieder saumäßig.
Was kann ich aber noch herstellen, Leute? Messer, Speer, Streitkolben, Nägel könnte ich da herstellen. Also... Cowboy-Stiefel. Maximale Gesundheit plus 3. Also, und Rüstung 2. Rüstung 3, maximale Gesundheit plus 7. Nö, aber maximale Gesundheit gibt meine. Das hat Rüstung 3, die ich jetzt anhabe. Also diese Cowboy-Stiefel bringen mir gar nichts. Also nicht wirklich was. Cowboy-Hose. Rüstung 3. Leichte Hose, Rüstung 3. Maximale Gesundheit plus 10. Maximale Ausdauer plus 4. Ich könnte meine Cowboy-Hose machen, aber da brauche ich so viele. Faden brauche ich. Holzknopf, kein Problem. Verschluss, Kupfer. Schneidertisch. Verschluss, Kupfer, was brauche ich dafür? Kupferbleche, okay. Ja, später mal. Ja, jetzt werden die Kupferbarren gemacht. Fertig oder nicht fertig? Fertig oder nicht fertig? Ah, eine nur noch. Kupferbleche. So, das Wasser geben wir auch einmal her. Die Kohle, die schon mal da drin ist, gib her. So. Jetzt kommt der letzte, das letzte Kupferblech. Nägel mache ich mir im Moment. Soll, nö, brauche ich noch nicht. Wie mache ich mal jetzt Kupferbleche eigentlich? Da, so, schau doch mal. 5 Kupferbleche. Damit ich Kupferbleche auch einmal habe. Genau. Kupferbleche, ja, okay, super. Ja, dann ist die Folge auch gleich raus und wir haben wieder einmal nicht so viel weitergebracht, aber... Naja, es ist ja irgendwie trotzdem gemütlich. Ich mag das Spiel richtig gerne. Und auch meinen Kaffee. Oh. Ich mag das Spiel richtig gerne. Ist schon richtig cool. 5 Kupferbleche, dass ich auch einmal Kupferbleche habe. Das Lied. Ja, es geht schneller, wenn ich unter Geist das mache. Na komm, macht schneller hier. Das Lied finde ich cool. Yeah, super. So, Kupferbleche sind fertig. Jetzt habe ich auch Kupferbleche, dass die auch einmal da sind. Schwefel und Kupfer, da zum Beispiel da. Nö, da gebe ich das rein, Kupferbleche. Auch einmal ein bisschen sortieren. Ich muss jetzt nicht die ganze Zeit nur sortieren, dass es fertig ist, bis es fertig ist, sondern so nebenbei immer wieder ein bisschen sortieren und fertig. So, Wasser gib her. Kohle. 4 Barren. Macht er mal wieder. Dass ich Kupferbleche mal ordentlich herstelle, Leute. Nägel. Genau, Nägel, da brauche ich normales Kupfer. Weil ich brauche nämlich wieder Truhen. Truhen. Yeah, yeah, yeah. Oder brauche ich Truhen? Ja, wie schaut es eigentlich aus? Das Lied ist so cool, Leute. Was frisst du eigentlich? Weizensamen, Baumwollsamen, Leinensamen. Ich muss mal schauen, ob ich das alles jetzt da irgendwo habe. Wurfsteine, Zauberheidelbein, Baumwolle. Aber ich brauche Samen, Leute. Baumwollsamen und Leinensamen. Frisst du wieder Leinensamen? Ja, dass ich wieder ein bisschen Eier mache. So, ihr Lieben, aber die Folge ist vorbei. Und ich werde jetzt schauen, dass ich ganz kurz nur offline halt weiter Eier produziere, weil es ja dann langweilig wird im Let's Play.
Dann warte ich mal, bis das Hühnchen seine Eier gelegt hat. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo ich dann ein paar Eier haben werde, weil ich jetzt da so ein bisschen offline, aber nur ein bisschen, ein paar Minütchen, da ein bisschen Eier rausbringe, weil die ganze Zeit hier, wie ich gerade erwähnt habe, Eier produzieren zu lassen von dem Hühnchen. Das wird ein bisschen zu langweilig dann im Let's Play. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Game over, euer Bulli. Ciao.